Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sadu mit einer neuen Folge Humankind. Wir spielen auf schwer, wir spielen auf der Karte groß, große Weltkarte. In der letzten Folge haben wir hier diese große Moschee von Chen gebaut und wir bereiten alles auf den Krieg vor gegen die Mongolen, haben uns aber entschlossen, noch abzuwarten, um hier noch einen Epochenstern abzugreifen für die Forschung, und anschließend werden wir eine militärische Kultur auswählen, und ihr werdet es kaum glauben, aber für die nächste Epoche gibt es tatsächlich nur eine einzige, und das sind die Polen. Ich habe das ja mal in Anführungsstrichen offline mir angeschaut, und da werden wir die Polen auswählen als Militaristen. You have unlocked seafaring. Ah, to safely travel the dangerous Hochseefahrt hungry erforscht. oceans. Ja, You sehr can schön. cause trouble anywhere you want now and have a better chance at getting away with it. Und wir haben eine ganze Menge Ressourcen verkauft. Marmor, Pferde und nochmal Pferde. Eine Forschung fehlt noch. Schauen wir uns gleich mal an. Also wir warten jetzt ja noch hier noch diese drei Runden ab, damit wir kulturelle Hegemonie noch mal einmal ausführen können. Es gibt noch drei Forschungen, die wir hier im Mittelalter noch nicht erforscht haben. Saboteur. Brauchen wir ohnehin alles dreis. Hochofen, ja. Nehmen wir das hier unten. Produktion ist immer gut. Ja, wobei. Wir wählen mal Alchemie aus, weil wir brauchen unbedingt mehr Forschung. Ihr seht das ja hier in neun Runden für Mittelalter. Technologien, das ist schon ein bisschen gruselig, wie ich finde. Das können wir upgraden, aber dazu müssen wir natürlich in unserem oder in verbündeten Territorium sein. Will do. Das heißt, wir müssen erstmal wieder zurückschippern zu einer Kogge. Schätze ich mal, können wir das upgraden. Wir hatten ja gerade Hochseefahrt erforscht. Mit der Truppe wollten wir von hier aus angreifen. So. Genau, ich stelle mal hier bereit. Können wir mal kurz schauen, was das alles ist. Also, das sind 800, 1200, 1600, 2200, 4400 und hier auch nochmal. Das sind fast 7000 Gold, was wir brauchen, um die drei Armeen abzugraden. Und hier oben wird halt von den Azteken unser Außenposten geplündert. Total nervig. Also richtig, richtig nervig. Da hatten wir gesagt, entweder mit den Panzerreitern werden wir versuchen, die abzufangen. Oder wir craten hier eine Armee ab. Aber das wird von den Preisen her einfach heftig. Die kommen auch nicht mehr rechtzeitig an. Ach Mann.
Würden denn die Panzerreiter ankommen rechtzeitig? Natürlich auch nicht mehr. Und das ist auch eine komplett bescheidene Position. Dann schicken wir die Panzerreiter gen Süden. Die sollen dann eben den künftigen Krieg damit unterstützen und hier oben stellen wir eine Truppe auf, mit der wir die dann oben bekämpfen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig sein wird, dass wir da rechtzeitig ankommen. Mal schauen. Es wird ganz knapp, dass wir dann nicht rechtzeitig da hochkommen. Scheibenkleister. Aber wir müssen die trotzdem stellen, weil hier hinten gibt es auch noch einen Außenposten. Ihr seht das. Wir können den halt schlecht anschließen. Höchstens in Babylon oder an Babylon anschließen. Ja, das könnte man machen. Damit wird man halt verhindern, dass die hier den dann als nächstes plündern. Er kommt. Dann schließen wir Atacoraca noch an Babylon an. Hä? Geht nicht. Ah. Keine Grenze dahin. Schaut mal. Das kleine Stück verhindert das hier. Dass wir das Gebiet anschließen können. Es kann nur an Kerma oder an Akkad angeschlossen werden. Und die beiden Städte haben schon extremste Probleme mit Stabilität. Ach Mann. Ja, dann können wir es halt jetzt im Moment nicht anschließen. Nützt alles nichts. Babylon wird noch einen Panzerreiter produzieren. Dann haben wir hier eine komplette Armee mit Berittenen. Nein, noch wollen wir nicht in eine neue Epoche starten. Osmose-Ereignis. Wieder hier. Pferde haben wir verkauft. Familie plus 50% Geld durch Plünderung plus 4 Kampfkraft beim Plündern. Wir haben eigentlich nicht vor, großartig zu plündern. Deshalb lehnen wir das ab. Leider nicht hin. Es kommt jetzt schon zum Kampf. Hä? Wir waren da noch ein Feld davon entfernt. Was ist denn das für ein Quatsch? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Oder sind die da gerade noch in die Richtung gezogen oder was? Jetzt können wir die Armee nicht upgraden. Oh, geht mir das auf den Zeiger. Da kommt Rückzug. Das müssen wir nicht haben, dass wir hier gegen Mittelalter-Truppen kämpfen.
nicht beanspruchte Weltwunder. Gibt es nach wie vor nur Notre Dame. In zwei Runden gehen wir voran. Oh, hier unten gibt es einen Krieg, eine Schlacht. Ja. Scheinen sie sich halt durchzusetzen. Ihr seht das hier, 280 zu 135. Ja, Azteken, wenn ihr hier oben Außenposten von uns plündert und hier auch noch eine Armee rumstehen habt, ist klar, dass sie euch dann unten fehlen. Was für Vögel, ehrlich. Athen ist gefallen. Ambra haben wir verkauft. Noch ist die Armee nicht verschollen. Kriegsentschädigung, das ist wegen diesen Plündern, schätze ich mal. Oh nein. Ihr seid besorgt um die Bevölkerung von Athen, die unter der ungerechten Herrschaft von Oberhaupt Viktor die Mongolen steht. Forderung gibt Athenai. Was wir machen, fordern das mal. Haben die uns den Krieg erklärt? Der fordert jetzt Supra. Somit kriegen wir jetzt schön die Kriegsunterstützung hoch. Das ist uns natürlich recht. Wir können ja noch mehr fordern. Wir lassen das jetzt erstmal. Seht ihr, es geht ja schön ordentlich hoch. Eine einzige, das dauert halt noch 6 Runden für diesen ollen Epochenstern. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns jemand die Polen wegschnappt. Weil es halt der einzige militärische Kultur ist, die einzige militärische Kultur. Ich schau gerade, also ich muss sagen, es hat uns hier jetzt nicht viel gebracht, dieses Ästheten-Dings, also an Ruhm, diese Ästheten-Kultur. Was es uns wirklich viel gebracht hat, ist Ruhm. Das klingt, Ruhm, Einfluss. Aber leider halt nur durch diese Fähigkeit hier, kulturelle Hegemonie. Und diese zählt halt nicht mit in die Epochensterne rein. Ja, man lernt halt nie aus. Wir müssen halt jetzt noch 6 Runden warten hier. Bis das alles fertig ist. Das ist mir zu lang. Wir warten jetzt noch eine Runde ab. Und dann werden wir zu den Polen. Geben wir 570 aus, bekommen nochmal 20.000 Einfluss. Das ist einfach der Hammer. Kraft ist mittlerweile vergleichbar, da haben wir unsere Truppen noch nicht mal geupgradet. Ich schätze mal, die werden natürlich auch ein paar Einheiten verloren haben. Ach, hier haben sie ihre goldene Horde jetzt. Ich bin wirklich gespannt, wie wir uns da schlagen werden gegen diese goldene Horde. Gegen diese Einheit. Kerma hat gebaut, Bauernviertel. Jetzt werden die das Hohe Kreuz hier drüben mal noch mit bauen. Und mit der Armee greifen wir jetzt die Gegner hier an. Die ziehen sich zurück.
Und wir konnten es verhindern, dass die den Außenposten plündern im letzten Moment. Wir müssen die verfolgen. Kann durchaus sein, dass die versuchen, Ada Koraka jetzt zu plündern. Babylon hilft mal mit beim Bauen des Hohen Kreuzes. Und jetzt geht's voran in die frühe Neuzeit. Ich zeige euch nochmal kurz hier die verschiedenen Kulturen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen die militaristische. Also ich gehe jetzt hier nicht auf jede einzelne ein. Expansionisten gibt es halt auch noch. Das wäre auch noch eine Variante, aber nö. Wir nehmen die einzige militärische. Es ist an uns komplett vorbeigegangen. Es geht mir erst sowas von auf den Zeiger. Ich habe es nicht gesehen. Eigentlich achten wir doch immer unten drauf. Oh, so ein Mist. Jetzt haben die uns wirklich die Polen weggeschnappt. Ja, dann können wir jetzt auch noch ein bisschen hier im Mittelalter bleiben und noch ein paar Ruhmpunkte abgreifen. Scheibenkleister, oder? Weil wenn wir das, wir kriegen halt diese Ästhetensterne, 5000 Punkte brauchen wir noch. 300 machen wir, das sind fast, das sind 15 Runden oder so brauchen wir da für den nächsten Stern. Bezirke 4, Wissenschaftssterne, 6 Runden. Expansionisten wären halt noch dann als nächstes ganz nett. Also, ich gehe davon aus, dass wir halt erfolgreich sind in dem Krieg. Ich hoffe es mal. Und dadurch halt Gebiete dazu gewinnen, die uns jetzt noch nicht sind. Und dadurch mehr Expansionistensterne bekommen. Oder, ja, Expansionistensterne, genau. Es wären einmal die Inkas. Terrassenfarmen können die bauen. Plus 3 Nahrung pro Berg angrenzend. Also wir haben eine Menge Berge. Und Sapa Inka Garde. Kavallerieabwehreinheit, aber so lange warten wir auf keinen Fall, bis zentralisierte Macht. Weiß jetzt zwar nicht genau, wann die kommt. Mit der Neuzeit. Relativ flott, aber das schaut mal. 12 Runden hier nochmal. Also das. Sind ja 20 Runden, bevor wir den Krieg erklären. Wir wollen jetzt zeitnah den Krieg erklären. Dann haben wir noch die Osmanen, die Janitscharen. Dazu brauchen wir Schießpulver. Die haben die blaue Moschee. Religiöser Bezirk. Übermacht des Feuers. Minus 50% auf schwere Waffen, Industriekosten. Plus 3 Kampfkraft auf schwere Waffen. Das würde uns dann für immer erhalten bleiben. Was hatten da eigentlich die Inkas? Plus 50% Straßenbewegungstempo auf Einheit. Plus 3 Nahrung auf Bezirke pro Berg angrenzend. Spanier. Plus 3 Kampfkraft auf nicht versorgte Einheit. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wie die das meinen. Die gotische Kathedrale. Und sie haben die Konquistadoren. MG-Schütze. Also so vom Bauchgefühl her gefallen mir jetzt tatsächlich die Inkas am besten, Leute.
Weil wir haben ja eine ganze Menge Berge oder Städte, die an Berge gebaut worden sind. Und das gefällt mir hier auch auf den Schwingen des Kondors. Und hier bekommen wir halt noch Nahrung dazu für diese Terrassenfarm. Wir werden zu den Inkas kommen. Machen wir. Geography, Cartography, Algebra, Optics, Astronomy. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by traders and adventurers. Those who explore with ships and caravans would go in circles without those who explore with pens and parchment. A new future awaits. Let us see if this culture will bring your dreams or your nightmares to fruition. Kupferfarben verkauft, Einstellung verändert. Ist noch das alte Osmose-Ereignis, oder? Nein. Religiöse Toleranz. Ja, das lehnen wir auch ab, weil unsere Staatsreligion ist unter ferner liefen. Jetzt zeigt es das an, also das muss wirklich ganz knapp gewesen sein hier, dass wir die Polenkultur leider nicht bekommen haben. Steht der Kriegserklärung jetzt nichts im Wege. I would rather spit at your feet, but custom dictates I greet you. Wir warten jetzt auch nicht, dass das noch hier auf 100 ist. Wir greifen die einfach mal an. Können den normalen Krieg erklären, weil wir über 80 Kriegsunterstützung haben. Alles perfekt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist unsere Armeen upgraden und das wird halt extrem teuer. Kann durchaus sein, dass das gar nicht ausreicht jetzt hier. Schauen wir mal nach, gab es eine Kultur, wo das Upgraden preiswerter wird? Kultur sage ich schon, eine Verordnung. Glaube, da gibt es nichts. Also im Moment noch nicht. Nee. Das können wir mal noch annehmen. Ach, hä? Haben wir schon, gut. Minus 50% auf Garnison, Industriekosten, minus 50% auf Vergnügungsviertel, dann nehmen wir das mit dem Vergnügungsviertel rein. A bit of flexibility and freedom Weil is more Garnison than worth a bit bauen of wir risk, right? noch weniger als Vergnügungsviertels. Einen Moment mal, Leute, bei mir hat es kurz geklingelt. Bin gleich wieder da.
Bin wieder da, Leute. Sorry für die kurze Unterbrechung. Die Entdeckung ist uns weggeschnappt worden hier, leider. Wir verfolgen jetzt die Azteken. Da sind sie. Machen eine sofortige Lösung. Haben gewonnen. Weiter geht's. Wir warten mal noch ab, die abzukühlen. Teuer. Seht ihr das? Wir machen jetzt schon ein Minus. Dass die Armee noch nicht mal hochgestuft wurden. Die haben hier die goldene Horde. Ja. Wir müssen reagieren. Wir müssen hier von der Wissenschaft abziehen und in Geld unsere Leute reinsetzen. Das nützt alles nichts. Wir brauchen den schnöden Mammon. Das sind wir durch. Ich hoffe, wir können die beiden in der nächsten Runde dann upgraden. Vielleicht verkaufen wir ja noch irgendwas. Dann kommen wir auf 1600. Und dann greifen wir mit der Armee und der Armee hier Mohenjo Daro an. Tlatelolco hat Vergnügungsviertel fertig, dann sollen die mal das Hohe Kreuz noch mit bauen, wobei das bringt jetzt hier auch nichts. Also es bringt keinen Mehrwert an Produktion. Ist da, und die brauchen halt trotzdem noch zwei Runden, dann können die mal die Palisaden bauen. Halt. Die haben die sogar in einer Runde fertig. Dann baut mal noch die Schmiede als nächstes. Ach, reicht nicht ganz. 1584. Aber noch länger werden wir jetzt hier nicht warten. Um denen da den Krieg zu erklären. Lassen wir den Streitwagen erstmal hier. Die sind jetzt komplett fränkische Panzerreiter. Dann erklären wir denen,
jetzt den Krieg, beziehungsweise in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Ein kleiner Cliffhanger. Truppen sind alle bereit. Die Schiffe hier können wir mal schon noch befehligen. Und die Truppe ist ja auch komplett. Gut, hier fehlen Armbrustschützen drin. Keine Ahnung, wo die Azteken hin sind. Die hatten ja hier oben auch noch eine Armee. Kann sein, dass die die gegen die Mongolen gezogen haben. Die Truppe stationieren wir dort. Die sind bereit für den Angriff. Und die hier ebenfalls. Die halten wir mal noch zurück, weil uns schlicht und ergreifend das Geld fehlt, um die abzuquäten. Wir werden die aber ein Stück nach hinten ziehen. Es muss nicht sein, dass die die uns massakrieren hier. Einfach nur, weil es halt Einheiten aus der Spätantike sind. Die haben keine Chance mehr gegen so eine Armee goldene Horde Reiter. Ziehen wir uns schön zurück. Ja, so sieht's aus, Freunde der Nacht. Wir sind bereit. Wir greifen in der nächsten Folge die Mongolen an. Wir dürfen gespannt sein, wie der Krieg gegen die ausgeht. Ich bin's selbst auch. Mal gucken. Die sagen hier voraus, dass wir ungefähr gleich stark sind. Ich denke aber eher, dass wir stärker sind. Ich bin gespannt, wie die Goldene Horde funktioniert. Also, wie wir da, besser gesagt, nicht wie sie funktioniert, sondern wie wir gegen die funktionieren mit unseren Panzerreitern. Freunde der Nacht, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oben, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es einen wunderschönen und auch rechts unten einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftigst freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.